Andere Szene, neuer Ort. Max Neukirchner ist derzeit der erfolgreichste heimische Straßenrennfahrer. Ihm gelang als erstem Deutschen ein Sieg in einem Superbike-WM-Rennen. Seine Rennsportkarriere begann 1997 beim ADAC Junior Cup. 99 erreichte er den vierten Platz in der deutschen Straßenmeisterschaft. Von 2000 bis 2003 fährt er erfolgreich in der 250er-Klasse der deutschen Meisterschaft und in der EM. Dabei verläuft seine Sportlerlaufbahn alles andere als unkompliziert. Er will unbedingt seine Lehre beenden, opfert nahezu jede Freizeit seinem Sport und trägt eine hohe Doppelbelastung. Trotzdem ist er mit dem Team Claffy Honda 2004 in der Supersport-WM erfolgreich, wird 9. und Rookie of the Year. 2005 fährt er Superbike, wird 12. Trotzdem verlängert das Team Claffy Honda den Vertrag nicht. Das Ende der Karriere? Ich stand auf einmal auf der Straße da und hatte 2006 noch kein Team. Und hat sich dann zum Glück noch eine Chance ergeben, dass ich in der Superbike-WM erstmal bleiben konnte. Es war in einem privaten Ducati-Team, aber ich war halt dabei. Es war klar, dass ich viele, viele Stürze, auch sehr viele Motorschäden und hat auch schlimme Stürze da gehabt. Aber bereut habe ich es nicht, weil ich war drin geblieben. Musste dann zwar Mitte der Saison sagen, du, ich höre lieber in dem Team lieber auf, weil ich habe keine Lust, Ende des Jahres noch im Rollstuhl zu sitzen. Und da hat sich halt die Chance ergeben mit dem Bert Pönsken, dass er hat mich dann halt zu Suzuki gebracht und er motiviert mich auch immer viel. Ich habe immer sehr, sehr viele Fragen, wie es mit Sponsoren und mit Team geht. Und da, das kann er halt perfekt auch Fahrer immer motivieren. Bert Pönsken erkennt das Talent von Max Neukirchner, wird zum Förderer, Manager und Freund. Er kann viele Sorgen und viel Arbeit von Max fernhalten, sodass er sich ganz auf den Sport konzentrieren kann. 2008 schafft es Max dann ins Suzuki Allstare Werksteam und hat seine bisher beste Saison. Er ist ganz vorne mit dabei, muss einige Niederlagen einstecken, kann jedoch auch erste Siege einfahren. Team und Fahrer arbeiten die ganze Saison hart. So sammelt Max jede Menge Erfahrung, um sein ehrgeiziges Ziel konsequent zu verfolgen. 2008 war für mich die beste Saison, die ich je hatte. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, Anfang des Jahres will unter die ersten 5 kommen. Das habe ich erreicht. Und natürlich habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Den Allstar-Team, in Bert Pönsken, in Mario Robato, meine ganzen Sponsoren, meiner ganzen Familie, dass sie hinter mir gestanden haben, dass ich das Ziel verwirklichen konnte. Und für nächstes Jahr habe ich mir halt ein anderes Ziel gesetzt. Ja, vor 2009 will ich unbedingt der Weltmeister werden. Es nützt nichts, wenn ich jetzt wieder sage, ich will nach den ersten 5 kommen, damit bin ich zufrieden. Nein, ja, ich will Weltmeister werden und darauf will ich hinarbeiten. Und versuchen halt mächtig anzugreifen nächstes Jahr.